Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Assassin's Creed Mirage. Ich bin das am 7. Muffix. Wir stealthen. So halbwegs. Nicht so richtig. Deswegen werden wir die ganze Zeit entdeckt. Aber das sollten wir mal stealthlich hinbekommen. Die wichtigen Sachen schaffen wir stealthen. Zack. Wasifs Gemach befindet sich vermutlich weiter im Inneren. So, da, meine werten Freunde. Wir sind hier gerade auf dem Weg. Oh mein Gott, irgendwas. Wurde hier gefunden, eine von unseren 1000 Leichen. Nicht so gut. Wie soll ich weiterkommen? Ich bin nicht hier. Liebe Leute, wir sind hier gerade dabei, den Kriegsfürsten zu schnappen. So, ein weiteres sehr hochrangiges Mitglied hier des Ordens. Alles gut, nicht aufregen. Ha, warte mal, das machen wir anders. Zack! So, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Tut mir leid, dass ich immer so ruckartig nur rede. Auf jeden Fall, liebe Leute, stealthen wir hier ran. Ihr seht's, liebe Leute, manchmal läuft's besser, manchmal schlechter. Zack! Du sollst deinen Namen kennen, die Klinge, die dich erwischt hat. Auf jeden Fall, liebe Leute, folgen wir hier einem Spitzel, der uns hier freundlich gesinnt ist. Und wir erobern hier gerade mehr oder weniger die Garnison. Alter, Mann, den habe ich null gesehen. So, aber ist in Ordnung. Zack. Danke für dieses kleine Häuschen, das hat mir hier gerade das Leben gerettet. Ja gut, wenn man auf den Dächern erwischt, wird es nicht ganz so schlimm. Auf jeden Fall, liebe Leute, starten wir uns hier gerade durch. Haben beim letzten Mal die letzte Kiste im Spiel so erobert, nur so nebenbei. Und dort hinten ist mein Kontaktmann. Theoretisch? Praktisch? Ich hab keine Ahnung, wo er ist. So, da ist er. Oh. Okay, da ist niemand. Das heißt, wir können rein. Diese Tür führt dich zu Wasser. Ich muss wieder zurück. Dankeschön. Sehr geil gemacht. Sehr geil. Okay, war definitiv nicht der leichteste Weg. Aber sehr schön. Hat uns hier direkt in die feindliche Basis gebracht. Da geht's weiter. Überraschend karg für einen Mann seines Rangs. Ah, vier Tiere ran, also da hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet. Aufwendiger Schrein. Wasif muss seine Mutter geliebt haben. Gerade stehen, Augen geradeaus. Der Kriegsfürst nähert sich und er duldet keine Unordnung. Besser. Das Heft ist gut, das Gewicht auch. Der Griff ist noch etwas zu klein. Mal sehen, ob die Schneide auch besser ist. Wer gegen uns die Waffe erhebt, gehört nicht zu uns. Du hast die falsche Seite gewählt. Allah wird über mich richten, nicht du. Es bleibt zu viel kleben. Mach die Blutrinnen tiefer. Erweisen wir dem Hund eine Gnade. Für Feschi! Wieso hat er den nicht erwischt? Keine Ahnung, wollte er nicht mehr. Ihr Pissnelken, Mann!
keine Ahnung, was da mehr. Mistkrötenmann! Zack! Ja klar, er natürlich den letzten Kill. Befreien wir die anderen. Dann kannst du deine Männer rausbringen. Und ich kümmere mich um Wasif. Rausbringen? Sei kein Narr. Das ist der perfekte Startpunkt. Wir werden hier alles vollständig niederreißen. Das auf jeden Fall, liebe Leute. Wo ist unser Kriegsfürst da? Erstmal ein bisschen futtern. Wollen wir noch stealthen? Vorsicht! Er ist gefährlicher, als er aussieht. Der Aufseher hat den Schlüssel bei den Zellen. Der Aufseher ist irgendwo im inneren Bereich der Garnison. Enkel und Schützen im Gebiet. Ja, aber woher weiß ich, wer eigentlich der Schütze ist? Nur mal so oft blöd. Normalerweise werden die immer markiert, aber hier keine Ahnung. Da hinten. Nee, das ist nur irgendwie ein random Typ, der markiert wird. So, wo erfahre ich jetzt, wer der Schütze ist, der auf hier Enkidu schießt? Der fliegt rum, der darf rumfliegen, gell? Das ist echt kacke, Mann. Ich habe null Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich das drauf finden soll. So. Da hinten, oder? Och, nö. Och, Leute, okay, das könnte jetzt ein langer Marsch werden, aber ich denke, uns wird nichts anderes übrig bleiben. Na gut, wenn wir außen auf der Mauer laufen, wird es im Endeffekt egal sein. Da sollten wir trotzdem relativ flott da sein. Ist echt so lustig. Wisst ihr, ich darf Enkidu nicht hernehmen, um zu spotten. Gleichzeitig fliegt er aber die ganze Zeit herum, oder zumindest irgendeiner fliegt da rum. Zack. Weg. Da kann ich jetzt wieder... Oh. Jetzt mache ich es nämlich anders. Wartet. Wie? Den nicht. Der ist unlenkbar. Ich habe keinen Bock nochmal gegen dich zu kämpfen. Ich hab dich beim letzten Mal schon mal besiegt. So. Schön, dass du nachspawnst. Schade, dass dein Schatz nicht nachspawnt. Okay. Also, der Plan ist, ich muss jetzt erst den Duter mit seinen Wachen besiegen. Dann werden wir hoffentlich den mit dem Schlüssel spotten können. Also echt richtig doof, was wir machen. Aber ist jetzt so. Boah, der war so nah, den hätten wir uns echt schnappen können. Drecks Enkidu Killer. Was? Das war er immer noch nicht? Ja, aber wo ist er dann? Oh, wo ist er dann? Nur Ladung. Langsam, glaube ich, ist es leichter, wenn ich einfach alle kille. Oder einfach allein hier gegen was ich kämpfe, Leute. Das wäre eh viel leichter. Oder ist der vielleicht da, doch da hinten? Also, das Schlimme ist, ich bin jetzt nicht hier auf der Suche nach dem Typen, meinem eigentlichen Typen, der hier in den Hof ist,
Sondern nur nach dem, der Enkel. Der muss jetzt sein. Der steht ganz weit oben. So. Bitte fall nicht runter, fall nicht runter. Er fällt runter. Also, ich habe jetzt so gut wie jeden hier auf der Mauer getötet und es hat immer noch keinen Einfluss hier auf Enkidu getan. Hm. Ehrlich gesagt war es übrigens deutlich leichter, wenn ich vorher bei dieser Verfolgungsszene, also wo wir hier unserem Koch folgen mussten, einfach hier lang gelaufen wären. Sind wir hier überhaupt im Innenhof? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Ach so, ist irgendwo im inneren Bereich der Garnison. Also ja gut, er ist irgendwo. Ja, das ist jetzt auch nicht die beste Angabe. Das Schlimme ist, du kannst auch sehr schlecht ausmachen, wer von denen wichtig ist und wer nicht, weil ihr seht, da ist zum Beispiel auch so ein dicker Dude. So viele dicke Dudes. Oh. Nö, 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 geh mal so lang. Keine Ahnung, was du da jetzt machst, Bassi, aber du kannst ruhig dahin gehen. Spiel ist echt so lustig, man. Ruf Enkidu, Enkidu kann wegen einem Schutz nicht kommen, das ist echt so gut, man. So, wo haben wir noch welche? Da hinten müssen da noch ein paar auf den Dächern sein. Was anderes sehe ich nicht mehr. Weil hier die ganzen Dächer haben wir abgerast, also es wird ja nie eine hier unten sein. Die Aufständischen werden sich in die Hose machen, wenn sie sehen, was der Heerführer für sie geplant hat. Naja, müssen wir nicht. Solange wir Stealthy machen können, können wir die gerne alle abmoxen, aber ansonsten müssen wir das nicht riskieren. Da hinten ist er, jetzt sehe ich ihn. Boah. So. Also schneller rüberhüpfen. Da spotten sie mich wieder, das ist mir aber egal. So, diesmal gehe ich auf den schnellen Weg. Ich weiß nicht, wieso ich vorher so einen unnützen, ewig langen Weg gelatscht bin. Zack. Du hast nichts gesehen. Nur ein bisschen tollpatschigen Assassinen. Alles gut. Also hat sich gar nicht gelohnt, dass wir 5 Minuten gerade planen, dass wir dagegen rumgelaufen sind. Jetzt muss ich trotzdem nochmal da langlaufen. Dann klettern wir jetzt da hoch, mucksen den Dude ab und dann heißt es endlich loslegen. Zack, mit Schmackes. Und du mit Schmackes. Eigentlich wollte ich in diesem Part das Attentat schaffen. Wenn wir so weitermachen, wird das nichts. Ich sage, das ist so nervig mal mit dem Bogenschützen, Mann. Ich meine, Leute, ich benutze die doch die. Also, wenn ich es muss. Augenblick. Du bist tot. Genau, mach bloß kein Attentat. So gut. Der eine kommt hoch, der nächste kommt hoch, der nächste kommt hoch. Zu gut, Mann. Mal. Die haben sich gedacht, ey, wenn ich schon nicht schaffe, vielleicht schafft es der nächste. So, so viel Gegner spotten. Man muss ja irgendwie 100 Gegner spotten. Haben wir schon die Hälfte gemacht. Spottet. So, also. So. Schauen wir mal kurz. Wenn ich das fallen lasse, fällt doch eh nicht auf den drauf, oder? Hm. Hab ich den erwischt? Wäre ganz cool, habe ich glaube. Der Zellenschlüssel. Befreien wir die anderen. So, das lief doch halbwegs in Ordnung.
Das war trotzdem so gut. Das hat mir gar nicht so gut gefallen, Mann. Der erste, der da hochklettert, sagt: Ey, was ist da oben los? Muss ich mal nach dem Rechten schauen? Oh, was? Da oben passiert irgendwas. Los, Detlef, folg mir. Oh, ich bin Detlef, ich komme. So macht man das mit Schmackes. Oh, schön, dass das Attentat geklappt hat. Wieso ich jetzt nicht erst die befreien kann und dann kämpfen kann? Aber nun gut. Alter! So nicht, Mann. Oh, bei den Slow-Mo gekillt. So, danke für das Wurfmesser und jetzt holen wir die uns. Schön, dass man den dicken Dude hier mit einem Stealth-Geld noch irgendwie da bestammt. So, Hunger und jetzt geht's los! Ali wird uns Rache üben lassen. Für Beshi! Für Beshi! Deine Männer sind frei. Jetzt muss ich Wasif finden. Direkt über uns ist ein Signalfeuer. Wird es entzündet, ruft es die ganze Garnison auf den Plan. Die Wachen kommen dann zu uns. Und ich finde einen Weg in sein Gemach, solange er allein ist. Gut. Ich entzünde das Feuer. Denk an unsere Abmachung. Wie könnte ich die vergessen? Wir sind Assassine. Ruhm und Ehre ist überwertet. Okay. Da wird er wahrscheinlich dann kommen. Aber erstmal geht's hier nach oben. Ja, dann wünsche ich euch sehr viel Glück, liebe Leute. Denn auch wenn ich jetzt sage, es ist mit Mirage, also nachdem man zumindest dran wurde, ist nicht das schwerste Spiel. So leicht ist es hier definitiv nicht. So, danke für die Wurfmesser. Das wäre meine Kammer, die würde ich mich verstecken, wenn der Alarm ausbricht hier. Nee, ja, weil das sind jetzt auch nur 5 Dudes und die müssen hier gegen alles kämpfen. Aber nun gut, schauen wir mal, ob das was wird. Soll ich ihnen helfen? Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Soll ich euch... Ich kann euch ja Giftbombe runterschmeißen, wenn ihr wollt. Ah, oh, Alter, nee. Ali macht die alle alleine fertig. Er braucht mich echt nicht. So gut, Mann. Er hat echt alleine den Plan gemacht. Nicht schlecht, Mann. Verstärkung. Versiegle den Brief. Wird die Tür aufgebrochen, schlüpfe ihn durch und bringe ihn zum Kalifen. Auf Leben und Tod. Ja, Saidi. Selbst jetzt bleibt er gefasst und still. El Mardichwar. Wie passend. Was?
ironisch. Wurde sie einem Adler abgenommen, der vom Himmel fiel? Ein Symbol der Freiheit. Ein Wort, das du nicht oft benutztest und nie wieder benutzen wirst. Oh. Das ist also Freiheit. Und doch sehe ich keinen Ausweg. Wir müssen uns den Weg hinaus freikämpfen. Der Umschwung beginnt nun mit uns! Mir nach! Ob das so gut ist? Hallo! Hallo! Sand of Time! Oh nein. Und ich habe dich. Verschwinden wir von hier. Fort hier! Bleib zusammen! Verstehst Gibt's du irgendwie Schätze? Hier deinen Weg aus einer Garnison frei zu kämpfen. Wieso? Fehlt dir der Mumm für einen ehrlichen Kampf? Nein. Ich bevorzuge nur ein ehrliches Attentat. Ein ehrliches Attentat, das klingt auch nett. Ich hoffe, du bildest deine Leute besser um. Wer will noch nicht? Wir hatten noch nicht genug. Komm, die könnt ihr uns alle montieren. Nee, der schafft es auch so. Ja, das Hilfe rufen musst du aber doch nicht, Mann. Geschafft. Komm her, mein Boy. Nicht knapp. Unvermeidlich. Wir erwachen. Ja, was wollt ihr von mir? Alter! Solche Waffen kann es doch noch nicht da gegeben haben! Das war der letzte. Nehmen wir denselben Weg, auf dem wir reinkamen. Oh nein, Sadiki. Haupteingang! Zu mir! Nicht mehr lange! Der Sieg ist unser! Wir sind bei dir, Sahib Hassan! Warte, könnt ihr bitte langlaufen? Bam! Ups. Ich wollte mal, was cool aussieht. Das ist ein guter Tag. Wir treffen uns im Bruderschaftshaus. Hm.
Unser Kampf beginnt! Wir finden Freiheit oder den Tod! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah! Ich sollte zurück zu Fulat, ins Bruderschaftshaus. Liebe Leute, nach dem Erfolg gegen Attentat haben wir es uns auch verdient, auch wenn es hier definitiv am Ende eine ganz schön große Schlacht war. Na gut, auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut, tun hier erstmal ein paar Steckbriefe weg und beim nächsten Mal geht's weiter hier mit Let's Play Assassin's Creed Mirage. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.